Könntest du immer sowas versuchen, aber es hilft auch nichts. Lol. Hey Leute, extrem wichtiger Stream heute. Wir spielen im Halbfinale der Modern League. Preisgeld insgesamt 200 Euro und wir treffen auf Spirit Talk. Aktuell gelten wir, glaube ich, als das beste deutsche E-Sports-Team. Und es ist ebenso das Duell praktisch der besten E-Sports-Teams in Deutschland. Also, erster Satz ist rum und ja, absolute Zerstörung wirklich. 1 zu 6 von Spirit Talk. Okay, nächstes Game. Los geht's. Nächstes Game. Okay. Alter, wir haben fast 300 Live-Zuschauer, weil ich noch nie 300 Live-Zuschauer. Mal schauen, ob wir es heute knacken. Ist ja echt krank. Aber wie gesagt, ich muss ja auch noch später spielen. Vor allem, das wird spannend. Bisher steht es 3 zu 0 im Satz für uns. Ich bin als Vierter gesetzt. Es kann sogar sein, dass ich gar nicht spielen muss. Mal schauen. Alter, der spielt schon wieder X-Boom. Ich hab's doch gesagt, er spielt wieder X-Boom. Und Tobi spielt aber diesmal Miner. Er spielt Miner. Ich denke, er spielt wahrscheinlich wieder Giant. Das gibt's nicht. Alter, die sind so rotzfrech, die beiden. Es ist wieder Giant. Das gibt's halt echt nicht. Alter. Es ist wieder Giant X-Boom. Das ist einfach... Ich fass es nicht. Schönes Holz. Genau, das muss jetzt gerade kommen. Schöner Sepp aber auch von Tobi. Schöner Sepp von Tobi auf jeden Fall. Ah, Skelette war nicht gut. Skelette war nicht gut. Ganz ehrlich, das Game kann eigentlich... Also, es, ganz ehrlich, normalerweise würde ich jetzt sagen, entweder gewinnt... Also, wahrscheinlich gewinnt es Tobi. Aber am ehesten würde ich fast auf Unentschieden tippen. Aber wichtig ist eben, wir hatten gerade eben schon Unentschieden. Sprich, wenn es jetzt nochmal Unentschieden ausgeht, dann gilt mehr Damage. Und das ist wahrscheinlich für Tobi. Also, wir werden jetzt wahrscheinlich keinen Sieg sehen, aber es wird ein sauspannendes Match werden. Weil es geht jetzt eben nach Damage. Wer jetzt mehr Damage macht, gewinnt. Weil ich denke nicht, dass irgendwer gewinnen wird. Also, von Türmen hier. Aber der meiste Damage wird wahrscheinlich eben zählen. Ich kann auch nicht sagen... Ja, das, ja genau, das ist nämlich, genau, das ist eben das Problem. Genau, das ist eben das Problem. Er kann eben einfach immer wieder... meiner Poison reinbringen. Oh mein Gott, der Dark Knight. Das hat wieder diese Details. Wie gerade eben das auf der Charge ist. Alter, ich fasse es nicht. Die besten drei Spieler der Welt? Keine Ahnung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich keine Ahnung von. Also früher sollte ich gegoblin, aber ob der noch so stark ist, das kann eigentlich momentan keiner sagen. Kann keiner sagen eigentlich, wie gut, wer die besten drei Spieler der Welt sind. Problem ist halt wirklich, Tobi Spirit Talk kann immer wieder meiner Chip Damage machen. Einfach meiner bringen und ein bisschen Damage machen. Das reicht schon. Und den X-Punkt kann er einfach mit dem Ding steffen. Den kann er ganz entspannt einfach mit dem Shine steffen. Aber es ist Gummibär zuzutrauen, das auch noch zu gewinnen. Ich traue ihm alles zu. Feuerball Cycle, genau. Oh mein Gott, da fehlt der nächste. Oh Gott. Das darf halt auch nicht passieren. So was. Die gehen jetzt auf mehr Damage. Also es wird jetzt jedes Detail zählen. Oh, warum hat er den Dings nicht getroffen? Er muss jetzt Feuerball Cycle versuchen. Wahrscheinlich das Geschickteste, genau. Ah, genau. Er lässt den Tesla am Leben, sehr stark. Nächster X-Bow, okay, interessanter Zug. Sehr aggressiv. Nächster X-Bow. Achtung! Der Eisgeist kam zu spät. Ja, versuch's wieder mit dem Eisgolem, aber. Oh, jetzt muss er aufpassen, dass ein Full Life scheint. Ja, nicht ganz voll. Es geht, glaube ich, noch klar. Der Tesla holt wieder gleich raus. Es geht klar. Ja, das Geld auch nochmal. Aber muss halt auch noch ein Holz setzen. Das kostet halt alles. Oh, der Eis jetzt war overextend, glaube ich. Oder wollte ich zum nächsten X-Bogen sagen? Ich weiß es nicht. Das ist aber nicht. Nein. Das darf nicht passieren. LOL hat er lange gebraucht. Ja, er macht immer wieder das Gleiche. Ihr seht es. Tobi bringt einfach immer wieder einen defensiven Miner. Und gleichzeitig schafft er es eben, einfach den X-Bogen zu deffen. Aber jetzt kann eben das Problem sein. Er gibt halt immer wieder ein bisschen weniger Elixier aus. Gummibär. Mit dem X-Bogen. Und er hatte zum Beispiel einen Tesla. Oh mein Gott, der X-Bogen connected. Oh, das wird so spannend werden. Achtung! Oh mein Gott. Mach ihn down. Oh mein Gott. Das ist it. Ja! Ist am Turm. Ich fass es nicht. Blocken. Pass auf die Guards. Pass auf den Guard auf. Genau, Holz drauf. Aber der Guard wird nochmal einen Hit, oder? Nee, er bringt Eisgrund. Muss einen Eisgrund bringen. Das war gerade bitter für Gummibär. Hat gekostet. Aber er hat jetzt den Schadensvorsprung. Und er muss auch den Bogenschützen durchlassen. Oh, aber ich muss meine Meinung ändern. Es geht auf Sieg, sehe ich gerade. Kann das auch deffen? Oh, das kommt zu spät. Es wird auf Sieg gehen. Es wird nicht auf Unentschieden gehen. Ich sehe das ja jetzt schon. Es wird nicht auf Unentschieden gehen. Ganz eindeutig. Natürlich nicht. Blocken. Skelette. Nice. Predicted. Er aktiviert den King Tower. King Tower ist an. Aber hilft es so viel? Ich weiß es nicht. Es wird so spannend werden gerade. Es ist so wichtig. Das wäre das 4-0 für uns. Ansonsten 3-1. Und Tobis Spirit Talk wäre vor allem tot. Der wichtigste Spieler von ihnen wäre weg mit Tobi. Ist so wichtig jetzt. Er blockt es nochmal. Muss er leider. Ah, Mist, muss er wieder blocken. Achtung. Stark. Oh, das ist so stark, was er macht. Er kriegt keinen Damage von meiner. X-Bomb kann stehen bleiben. Ja, nice. Nächster X-Bomb.
Wieder ein Dark Prince. Holz drauf, stark. Macht Damage, das Holz. Ist auch wichtig. Das ist alles Damage. Dürft ihr auch nicht vergessen. Stimmt. So ein Holz, vielleicht auch. Vielleicht kann er auf Dauer auch. Ja, Feuerball Cycle ist auch keine Lösung. Ah, fuck, er muss in Miner mir wieder. Es wird so knapp werden, das Game auf jeden Fall. Ja, er muss in Miner als bocken. Er hat keine Eskalette mehr im Cycle gehabt. Nein. Oh mein Gott, das kann er nicht haben. Ihr könnt jetzt. Ah, nee, der Darkness kommt. Jetzt wird's knapp werden. Jetzt wird's knapp werden. Giant reicht, oder? Ja, ja, nein! Er ist am Turm, er ist am Turm, er ist am Turm. Ist gut, Game. Ah, doch nicht. Er kann Feuerbälle cyclen, er kann Feuerbälle cyclen. Er kann Feuerbälle cyclen. Er kann Feuerbälle cyclen. Oh mein Gott, er kann Feuerbälle cyclen. Ich glaube, er hat ihn. Ich glaube, er hat ihn. Gummi, wer gewinnt gegen den Hardcounter? Er kann Feuerbälle. Ja, er hat's. Er hat's, Leute. Also auch starkes Spiel von Tobi auf jeden Fall, aber Gummibär holt das 4-0, spielt eiskalt in 5 Matches 4x X-Bogen. Ich muss mir ein Deck aussuchen und dann geht's gleich los. Gegen Tobi, Swivel Talk. Live. Und es geht wirklich um was. Aber wie gesagt, Tobi muss nur einmal verlieren, dann ist es rum. Sprich, wenn ich jetzt hier gewinne, ich muss gleich Plexkill machen und ein neues Deck aussuchen. Wenn ich jetzt hier gewinne gleich, Alter, fuck, ich bin halt überhaupt nicht eingespielt jetzt. Nein, jetzt habe ich WLAN-Kreuzzeichen. Alter, ich krieg WLAN-Probleme. Kotzig. Okay, 3, 2, 1, wir nehmen an. Das ist Halbfinale von Modern League. Mach dir keinen Druck, mach ich auch nicht. Let's go. Okay. Fuck, ich bin überhaupt nicht eingespielt jetzt. Ich spiele Tramuskis. Er ist richtig gepickt. Er ist richtig gepickt. Darkness, okay. Schlechter Set von mir. Connecten, lol. Nein! Wieso geht er in den Turm? Egal, nur eine geht klar. Trotzdem, ich hab's grad nicht gecheckt, warum er in den Turm gegangen ist. Noch ein Sepp drin, ist die Frage. Harte, fuck. Gefällt mir. Scheiße, ich hätte ahnen können. Ich hätte die Minion heute auf den. Ich hätte ahnen können, dass er ein Sepp drin hat. Sonst hätte er diesen dummen Zug nicht gemacht. Ich hätte einfach die Minion heute auch noch auf das Ding setzen müssen. Egal. Nächste Pumpe direkt. Es ist so, er hat gut gepickt, auf jeden Fall, keine Frage. Ja, Turm ist down, oder? Das ist lächerlich, ja. Aber dieses Match, ich könnte kotzen. Okay, ist ein bisschen aggressiv gerade von ihm. Ja, aber das ist gut. Könnte mal zappen hier, aber es wird auch nichts. Ja, der Matchup ist gut für ihn. Hat er gut gepickt. Ich kenne den Counter, das ist echt. Ich kenne ihn. Das ist echt ein mieses Matchup. Ich finde, das ist eigentlich gerade gar nicht so krass, was er da macht. Aber es hilft nichts. Ja, war gut gepickt von ihm. Könnt ihr mal sowas versuchen, aber es hilft auch nichts. Lol. Rip. 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 Oh mein Gott. Kann mir gerade irgendwie erklären, wie ich das noch gewonnen habe. Jetzt, was war das? Es war ein Zug, den ich noch nie gemacht habe. Der nie klappt. Es war die letzte Chance. Es war der absolute Hardcounter. Was? Das habe ich noch nie gehabt. Ich spiele halt auch oft Grand Challenge mit Tramuskis. Oh, ich hoffe, ich muss nicht gegen Tobi ran. Ich will nicht nochmal gegen Tobi ran müssen. Wenn er welche wieder gekontert oder so. Alter, gar keinen Bock drauf.
Oh mein Gott, Gummibär spielt schon wieder X-Bogen. Ja, oh, das ist so eiskalt. Und Tobi spielt schon wieder Giant. Nein! Gummibär spielt kein. Also zumindest nicht die standardmäßige. Gummibär spielt, glaube ich, Crayfat oder sowas. Oh, gut. Ich dachte, es wäre ein bisschen langweilig, immer nur X-Bogen von ihm zu sehen sogar. Er hat vorhin so krank performt mit X-Bogen. Okay. Was ist das? Lol, er spielt doch. Er spielt Friedhof. Friedhof ist ein gutes Matchup. Ist ein gutes Matchup für ihn, glaube ich. Oh, den Baby-Tank muss er irgendwie töten. Bogenschützen müsste gleich kommen. Bogenschützen. Eigentlich noch irgendwas zu blocken. Alles ein Duel. Okay, das ist gut. Ja. Der geht eher an den Turm, das geht klar. Lol, hä? Was ist das denn? Also, das ist klar. Ich kenne das Deck. Es ist von Big Spin. Das, also, nicht von Big Spin. Ich weiß nicht, ob er es erfunden hat. Aber es ist auf jeden Fall das neue Friedhof-Deck. Ey, aber was ist denn das? Ich würde noch ein Royal Ghost. Schlechtes Holz. Wahrscheinlich zum Seichen aber gedacht. Noch ein ganz komisches Deck mit Royal Ghost. Das ist, also wenn Tobi. Frage ist, hat Tobi Spirit Talk noch ein Spell drin? Oh, Baby Train ist raus, ist gut. Er bringt ein Nado, aber es. Ja, es war ein guter Nado. Hat sich gelohnt. Kann er gut defen jetzt. War ein guter Nado. Starker Poison Spell aber auch von Gummibär. Der Dark wird auch noch ordentlich von seinem Schild was verlieren. Kann der Barbar nochmal einen Hit kriegen? Nee, kann er nicht, schade. Das war relativ wichtig gerade. Seht euch an, wie wichtig es gerade war, ob der Barbar noch den Hit rausbekommen hat. Jetzt gehen nämlich doch die beiden Barbaren halb down. Das ist so krank, weil der Barbar gerade eben den einen Hit nicht abbekommen hat. Golem kommt. Schlechtes Timing für Gummibär. Aber der Royal Ghost geht durch. Und Tobi Spirit Talk hat jetzt bisher nur einen Eisgeist. Und es gibt Damage. Ist gut. Ist richtig gut. Noch ein Hit? Lol. Ah, auf den Dings. Frage ist, hat Tobi Spirit Talk noch einen Zauber drin? Ich glaube, eine Rakete drin, oder? Der müsste eine Rakete drin haben. Das sieht eigentlich gut aus. Ah, starke Rakete. Oh. Hat sogar noch die gespawnten Barbaren getroffen. Das war. Aber er hat genug Elixier zum Deffen eigentlich, oder? Eigentlich hat er genug Elixier zum. Oh, aber das war nicht gut. Oh, der trifft alles. Oh. Der dreht sich nicht um. Jetzt erst. Es geht aber klar. Es geht klar. Ja. Und er muss den. Oh, er muss den Royal Ghost. Lol, was hat das denn für eine Barbarenhütte? Andererseits. Er kann jetzt einen Friedhof reinbringen, auf jeden Fall. Bring Friedhof rein. Ja, der kommt. Friedhof kommt. Aber Barbaren tanken nicht, oder? Doch, Barbaren tanken. Barbaren tanken. Ist wichtig. Es ist guter Damage. Ist gut Game. Ist gut Game. Nice. Gut Game. Hat er gewonnen. Poison drauf. Ja, nice. Hat er gewonnen. Ich muss nicht gegen Tobi Spirit Talk spielen. Oh Mann, ihr merkt meine Erleichterung. Ich hasse es, gegen Tobi zu spielen. Einfach weil dieser Druck da ist, warum noch alle kennen. Wenn ich immer mal gegen Tobi verliere, dann habe ich das Gefühl, dass ich dann auch noch 3 Wochen später darauf hingewiesen werde im Chat. Weißt du noch, wie du gegen Tobi verloren hast und so weiter? Alter. Ich muss nicht gegen Tobi ran und das sieht sehr gut für uns aus. Wir führen 4-1. Ich brauche nur noch 2 Punkte. Und Tobis und Spibble Talk Mannschaft braucht noch 5 Punkte. Also steht es, wie viel steht es überhaupt? Steht es 5-1. Also Tobis Spibble Talk darf jetzt nicht mehr verlieren und muss 5-0 holen. Das ist der Fakt. Tobis Spibble Talk muss jetzt 5-0 gewinnen. Er darf jetzt kein einziges Mal verlieren. Das wird er nicht schaffen normalerweise. Normalerweise haben wir es. Ach schon. Tobi gequestet. Wir sehen Tobi gegen. Also jedes Game kann jetzt entscheidend sein. Das ist eigentlich. Wir sind jetzt in einer saugeilen Situation. Aber Tobi's Bibble Talk kann auch mal ein 5-0 machen, leider. Also Tobi würde es halt am ehesten zutrauen, aber ganz ehrlich, wenn wir die Matchups haben und wir werden. Bei 5 Games werden wir mindestens einmal das Matchup haben, normalerweise, wenn wir nicht sau unglücklich verlieren. Und normalerweise, wir dürfen es nur nicht alle 5 Games verlieren. Und wenn wir das gewinnen, dann sind wir, ich weiß gar nicht, wann es ist, ich glaube nächste Woche, glaube ich, gegen Sandstorm, gegen das zweitbeste E-Sports-Team der Welt, sehen wir im Finale. Das darf ich dann auch noch casten, das wird so krank werden. Okay, los geht's. Tobi gegen Gummibär. Machen beide nichts. Gummibär sagt einen Holz durch. Sieht für mich am ehesten nach X-Bogen aus. Komm, bring Feuerball. Na, Poison, okay. Okay, Poison Holz ist schon mal gut. Poison Holz ist gut. Frage ist. Ah, wenn er natürlich Seppis. Wenn er Seppis spielt, ist es schlecht. Aber was spielt er denn noch? Oh, das könnte Graveyard sein, das wäre nicht gut. Schöner Eisgolem. Ich glaube, es ist Graveyard, das ist nicht gut. Graveyard ist schlecht. Ich kenne das Matchup. Ich gewinne mit 3 immer dagegen. Weil er kann den Poison zu hart baiten. Aber Tobi scheint. Ja, ja, ich glaube, er weiß das. Ich glaube, er ahnt, was für ein Matchup das ist. Er wird jetzt gleich den Minion Horde hinten dran bringen und das ist RIP. Ja, ich sag's. Das ist RIP. Ich kenne das Matchup. Nein, das ist noch ein Nado. Ist noch ein Nado dabei. Oh mein Gott, das ist so lucky. Aber, oh, aber das gefällt. Das gefällt. Ja, das ist zu viel Damage direkt. Oh, Mist. Da war gerade noch. Diese 2 Minions, die noch dran waren, haben es rausgerissen.
Er hat. Es geht. Es ist doch nicht das Deck. Ich dachte, es wäre das mit Musketieren und Guards gewesen. Aber es spielt es mit Eismagie Tornado. Das ist sogar das bessere Matchup eigentlich für Gummibär, würde ich sagen. Aber das war natürlich ein, das war ein Fail-Tornado. Das Sinn ist leider, der Eismagier nicht rangekommen. Und dann hat er in der ersten Aktion ist schon über 1000 Schaden kassiert. Aber ihr dürft auch nicht vergessen, das Game ist noch nicht durch. Das Game ist noch nicht durch. Alter, sorry, ich hab ja vorhin gesagt, ich muss nicht gegen Tobis Bibbletalk ran. Wenn Gummibär jetzt verliert, muss ich ja doch gegen Tobi ran. Ich kann es vergessen. Was hat er jetzt? Holz? Oh mein Gott, er bringt ein Prediction-Holz und es kommt nichts. Es kommt bei den Muskis. Das ist gut Game. Klar, er kassiert Schaden, aber trotzdem. Nee, 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 nee. Seht euch mal an, wie wenig Elixier Gummibär jetzt hat. Das ist zu krank. Holz. So, er hat kein Holz mehr, stimmt. Ja, das war's. Schade. Der Holzpredig war eine gute Idee, aber ja. Ja, ist gut gehen. Schade. Das Matchup ist jetzt nicht unbedingt gut für Tobi. Es geht. Jetzt kriegt er Angst vor Scribble Talk. Ja, muss ich eigentlich nicht haben. Ich habe ja gerade immer mit einem Konter gewonnen. Aber war sehr lucky. Das 50-50, sagt ihr. Drei Muskis hat das Matchup. Okay, ich weiß es nicht. Ich weiß, da muss ich jetzt spielen. Mach dich bereit, King, ja. Gut, selbst wenn ich jetzt verliere, wenn ich jetzt verliere, muss Tobi immer noch drei Games gewinnen. Wenn ich verliere. Jetzt komm. Und wenn ich gewinne, kann ich das Game zum zweiten Mal finishen. Das wäre super. Also, wenn ich jetzt gewinne. Oh, das wäre so eine geile Bilanz heute. Da würde ich mich so feiern. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das würde ich so feiern, ehrlich gesagt. Ich bin gerade wieder Black Skin für die Deckauswahl. Ich bin nervös. Ich könnte euch gerade gar nicht vorstellen, wie nervös ich bin, Leute. Ich habe ein Deck. Let's go. Wir sind im entscheidenden Spiel. Also wir sind immer im entscheidenden Spiel. Aber jetzt könnte ich das Ding nach Hause holen. Und selbst wenn ich verliere, dann haben wir noch fünf Games. Muss er noch drei Games holen. Los geht's. Hab eigentlich keinen Druck. Komm, ich habe eigentlich keinen Druck. Okay, los geht's. Ganz entspannt bleiben. Ganz entspannt bleiben. Geil. Gutes Matchup und guter Start. Perfekt. Oh mein Gott. Das müssen wir schaffen. Das ist der Hardcounter. Ich habe das Matchup predicted. Ich habe genau dieses Matchup predicted. Ich gewinne es eigentlich immer. Der Poison war aber ein leichter Overextend von mir. Scheiße, der Poison war ein Overextend von mir leider. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss, ehrlich gesagt. Ein Darkness Offensiv, aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Fuck. Ich glaube, jetzt nicht so gut. Okay. Sehr klar. Auch den Charge raus, nice. Ja, Sepp nochmal, ist gut. Ist gut, ist perfekt. Sehr schön, ist gut für uns. Sehr gut für uns. Ein bisschen Damage machen ist kein Problem. Jo, passt. Der Poison so schlau war, im Nachhinein. Das RIP. Das gewinnen wir. Ich kann das Matchup. Es war genau das Matchup, mit dem ich vorhin gegen Tobi verloren habe. Das ist so lustig eigentlich. Wenn man es mal so sieht, stimmt. Wir sind schon fast. Alter, das ist so deutlich. Ich habe gesagt, es ist ein Konter für mich. Konter gegen uns. Ich kenne das Matchup. Das ist so schissen schlecht. Das dürfen wir natürlich nicht reinstruggeln. Genau das hat Tobi vorhin auch noch verloren. Genau so sah es vorhin auch für ihn aus. Dann hat er es noch verloren vorhin. Das ist so dumm gewesen. Nochmal. Ja, ist okay. Knappe Sache nochmal. Ihr seht, es ist nicht hundertprozentiges Matchup, aber ich kenne das Matchup, aber es ist halt einfach zu gut. Es ist halt einfach zu gut.
Ja, gut, gell. Wir schlagen Tobi auch zum zweiten Mal heute. Wir schlagen Tobi heute auch zum zweiten Mal. Und damit ist meine Bilanz gegen Tobi in E-Sports-Spielen 2-0. OP, OP, OP. Das bedeutet, wir haben heute nur zwei Spiele gemacht, aber haben beide gewonnen. Ja, nicer Start. Genau das war's. Besserer Start für uns.